Hier in den Short geht es jetzt nochmal kurz um das ja, Livestream-Projekt von Marvel's Avengers, was ich letztens eben gelivestreamt hatte. Und zwar hatte ich da ja Probleme mit der Leistung einfach von meinem PC zum Beispiel. Also das Game hat halt dann anscheinend schon so viel Leistung gezogen, dass das halt mit dem Livestream dann halt einfach nicht mehr ging. Es hat jedes Mal geruckelt, übelst stark und so weiter und so fort. Meine Webcam war zum Beispiel auch ziemlich ruckelig. Ich habe das Ganze jetzt nochmal kurz am Laptop ausgetestet. Und da komme ich auf selbe Ergebnisse circa. Also es läuft zwar ein bisschen flüssiger, aber das Problem ist, ich müsste jetzt meinen kompletten Laptop dafür dann praktisch umbauen. Also ich müsste alles von meinem PC an meinen Laptop dran machen und ich habe schon Probleme mit den USB-Ports an meinem PC, also von der Anzahl her, und hier sind jetzt nur drei dran. Also, das ist das Problem. Es zieht halt die Leistung, also es ist halt nicht viel frei. Ich kann es halt, wie gesagt, mal ausprobieren, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt so gut oder schlau wäre, weil ob es dann doch wieder aufs eigene rauskommt, weil hier kam ja auch schon in OBS wieder 40 FPS dahin. Und es wäre jetzt so, dieses Jahr würde ich sowieso, hatte ich sowieso mal vor, meinen PC zu upgraden, ob ich halt bis zu der Stelle dann warte und dann halt weitermache. Oder ich finde halt noch einen anderen Weg, wie man das Ganze lösen könnte. Es gäbe noch andere Wege, die ich ausprobieren könnte. Selbst die weiß ich auch nicht, ob das so funktionieren würde, so wie ich es jetzt vorstelle. Weil nur wenn ich OBS schon offen habe und das Spiel, dann droppen trotzdem die FPS alleine, ob ich jetzt aufnehme oder streame, ist egal. Ja, und das ist der Punkt. Das wollte ich jetzt erst nochmal sagen für die Leute oder ja, für die Leute, die sich die Streams angucken wollten, also zum Beispiel Marvel's Avengers oder nachgucken wollten zum Beispiel. Ja, das sollte nur eine kurze Information sein. Müssen mal schauen, wie wir das weitermachen. Ich werde nochmal gucken wegen Möglichkeiten. Heute wird es auf jeden Fall dann wahrscheinlich kein Stream kommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, nochmal geguckt gehabt und so weiter und so fort. Also, ja, so sieht's aus. Und dann sehen wir uns dann wahrscheinlich wieder morgen in der Lego Star Wars Skywalker Saga Folge. Und ja, bis dorthin. Ciao.